Apple verklagt Amazon, weil sie ihren App Store auch App Store nennen wollen. Wie verdammt lächerlich ist das? App ist einfach nur eine Zusammensetzung aus dem Wort App und Store. Es bezeichnet genau das, was es ist. Apple hat das Wort nicht erfunden, das hat einfach das bezeichnet, als was es ist. Das Wort gab es quasi schon davor. Äpfel gab es auch schon, bevor Apple ihre Firma Apple genannt hat. Apple ist selbst schuld, wenn sie immer alles so simpel wie möglich bezeichnen wollen. Das heißt jetzt nicht Apple Superphone, es das heißt einfach nur Apple 3, Apple iPhone 5. So simpel wie möglich. Wieso klagen Sie niemanden an, dass jemand das Wort 4 benutzt? Wegen dem Apple iPhone 4. Wenn Steve Jobs das erste Spielzeuggeschäft aufgemacht hätte, hätte er es vermutlich Spielzeuggeschäft genannt. Wow, brillant. Da hätte er bestimmt auch viele Leute angezeigt, weil auch andere Spielzeuggeschäft sagen zu anderen Geschäften. Apple verteilt um andere Firmen herum sogenannte Anklageminen. Sobald sich die Firma ein bisschen bewegt, zack, Apple klagt sie an. Das iPhone 4 ist vielleicht ein ganz gutes Produkt. Aber ich werde nie ein verschissenes Apple-Produkt kaufen, weil die Politik, die Apple betreibt, die regt mich einfach so übel auf. Apple-Produkte bestehen zu 50% aus Judenleder. Das ist Leder, was damals noch aus den Juden aus den Konzentrationslagern gewonnen wurde. Ah, ich musste vielleicht nochmal meine Fakten checken. Auf jeden Fall kauft keine Produkte von Apple.